ich habe ab und zu den Eindruck, dass die Gesellschaft wirklich weggeht vom Du zum Ich hin, dass ich so einen Platz einnimmt, das muss mir gut gehen. Und bis zu einem gewissen Grad wird durch das Befriedigen der eigenen individuellen Bedürfnisse sicher eine Zufriedenheit entstehen. Aber was dann? Und irgendwann wird es nicht mehr weitergehen, wird eine Sinnlosigkeit eintreten. Gemeinschaft ist wie ein Rad und jedes Rad hat eine Achse und diese Achse sind Speichen zugefügt und wir sind alle Speichen und umso mehr wir zu dieser Mitte kommen, umso mehr funktionieren wir als Gemeinschaft. Es fehlt uns Gott, möchte ich sagen, also der Schöpfer, der über allem steht, weil ich dann versucht bin, mich selber in die Schöpferrolle zu begeben und zu sagen, ich kann alles, ich mag alles, es kommt alles aus mir heraus. Und so ist es nicht, das ist alles geschenkt, das ist alles mir zur Verfügung gestellt. Und das macht mich leer, wenn ich mich über alles erhebe. Selbst zum Mittelpunkt des Lebens machen, ist eine große Gefahr. Dann der Narzissmus in dem Sinn, wenn man das so nehmen will. Ich messe alles an mir, wenn es mir gut geht oder es muss mir gut gehen. Also müssen die anderen dementsprechend auch funktionieren. Wenn das nicht so ist, dann wähle ich mir wieder neue Partner aus oder ein anderes Vis-à-vis, ein anderes Du. Und das wird auch nur bis zu einem gewissen Punkt gehen. Irgendwann sind die anderen Partner nicht mehr auswechselbar. Ich denke, ja, wir nehmen uns deshalb zu wichtig, weil wir eben die Tendenz haben, um uns zu kreisen, unsere Gesellschaft. Wir haben viele Freiheiten und können uns das leisten, aber wir übersehen dabei manchmal, dass es sie nicht glücklich machen kann. Heute ist immer so, such dich selber irgendwie, schau für dich selber. Nein, warum nicht einmal außen suchen? Warum immer in sich selber? Warum nicht einmal auch schauen, wie geht es meinem Nachbar? Wie geht es mit meinem Arbeitskollege? Oder hat der Chef jetzt schon wieder eine Absage bekommen, wo er am liebsten auf den Tisch hauen würde oder so? Um einmal zu fragen, du, wie wichtig ist das? Gibt es da noch andere Optionen? Dieser, weil er es angefertigt hat, jenes, weil es Gott genannt. Ich denke, der Mensch kann in sich selber nicht das Glück finden, weil er von seinem Wesen her auf ein Du ausgerichtet ist. Mir scheint das fast eine Art Irrtum zu sein, dass die Menschen denken, je mehr ich für mich selber habe, meine Bedürfnisse befriedige, desto mehr finde ich den Sinn des Lebens. Aber ich glaube, der Sinn des Lebens besteht eben gerade darin, Beziehung zu leben.